Was gibt es Leckeres wie ein selbstgemachtes, frisches Vollkornbrot? Hier haben wir ein Dinkel-Vollkornbrot und das geht ganz einfach, ohne gehen lassen. Ruckzuck, ich zeige es euch schnell. So, dieses Brot, das haben wir ganz schnell gemacht. Ihr heizt mal den Ofen vor, 200 Grad Ober-Unterhitze oder Umluft 180 Grad und der Rest geht ganz schnell, glaubt mir. So, wir brauchen nur die Sonnenblumenkerne. Ich habe hier 200 Gramm Sonnenblumenkerne. Ihr könnt auch alles andere nehmen, ja. Kürbiskerne, ihr könnt mischen. Sonnenblumenkerne mit Kürbiskerne gemischt. Etliche Kerne, was ihr gern habt. Ich mag die einfach am liebsten. Keine Ahnung warum. Ich habe es auch schon mit Kürbiskernen gemacht. Das geht auch ganz gut. Aber ich esse die am liebsten so roh. So. Jetzt nehmen wir die Backhefe, einen Würfel Hefe, also einfach nur einen Hefewürfel. Mischen wir den mit einem halben Liter lauwarmen Wasser. Ja, schon eher. Oh, haben wir ein bisschen ausgepatzt. Das macht nichts, ist nur Wasser. Das verdunstet. Oder wir wischen es weg, geht auch. Also ich nehme es eher ein bisschen wärmer, weil der Hefewürfel ist ja schon relativ kalt. So ein Kühlschrank. So. Den bröseln wir hier rein. Das Schöne ist bei dem Brot, wir müssen nichts gehen lassen. Ja, ich habe früher manchmal Brot gebacken und immer das, ah, da nochmal eine halbe Stunde, da nochmal 2 Stunden, da nochmal eine halbe Stunde. Ja, dann habe ich es wieder gelassen. Seit ich dieses hier mache, mache ich das immer. Das ist der Hammer. So, das verrühren wir jetzt ein bisschen. So, das haben wir schon ein bisschen verrührt. Jetzt, das ist jetzt ein wichtiger Schritt, mit ein bisschen Butter die Kastenform ausfetten, damit wir das Brot dann ganz schön rauskriegen. Das flutscht da nur so raus, das ist Wahnsinn. Das flutscht runter wie der Schuh von Aschenputtel, von ihren Füßen. Das hier einfach mit ein bisschen Butter einstreichen auf den Seiten und natürlich auch unten. Ja, ganz wichtig. Die Kastenform von mir, das ist eine 30 cm Form, also 30 cm länger. Und da passt das perfekt, ja, dass ihr ungefähr wisst, weil wenn ihr jetzt eine nehmt mit einem halben Meter, dann wird das nicht so ganz passen oder halt mit 15 cm. Aber so 30 cm sind eh so die gängigsten. Und dann nehme ich ein paar Sonnenblumenkörnchen und die kommen dann hier auf den Boden. So ein bisschen rumgestreut, einfach nur auf den Boden, dass wir unten auch ein paar Körner haben. So, noch ein paar. So sieht das dann ungefähr aus von oben. Dann haben wir 500 Gramm Mehl. Das Ganze ist ein Dinkel-Vollkornmehl und das ist einfach super. Du hast einen super Nährwert, das ist einfach super lecker. Und ups. Also die Mengenangaben sind wirklich für ein Vollkornmehl gemacht. Ja, ihr könnt auch ein anderes Vollkornmehl nehmen, aber es muss Vollkornmehl sein, weil das braucht ein bisschen mehr Wasser. Dann kommen die Kerne und die werden jetzt, ach so, Bienenkerne nehme ich noch, 50 Gramm. Das finde ich so ultra lecker. Ihr müsst diese Kerne nicht rösten. Ja, Bienenkerne röstet man ja sonst. Hier im Brot müsst ihr das nicht. Die könnt ihr einfach so reintun, ein bisschen vermischen. Und dann kommt das Ganze hier ins Mehl. Und auch das wird nochmal kurz ein bisschen runtergemischt. So, und das Ganze kommt jetzt wieder hier rein. Dazu nehme ich einen Knethaken. So. Hier rein und dann einfach mal 5 Minuten rumkneten. Was noch reinkommt, sind 2 Esslöffel Essig. Eins. 2 und 10 Gramm Salz. Für das Salzabwiegen kann ich euch echt empfehlen, das lohnt sich, auch für solche Sachen. Bestellt euch mal, wenn ihr es noch nicht habt, bei Amazon gibt es die, kosten so 10, 11 Euro. Das sind Grammwagen, da könnt ihr aufs 0, ich glaube, die geht auf 0,01 Gramm abwägen. Und das ist nämlich schön, weil wenn ihr das Brot macht und es ist euch ein bisschen zu salzig, dann könnt ihr ein bisschen weniger tun beim nächsten. Wenn es euch zu wenig salzig ist, ein bisschen mehr. Und dann müsst ihr wirklich die genauen Gramm haben. Ja? Also da macht ein Gramm mehr oder weniger schon mehr aus. Das ist bei manchen Wagen, die reagieren nur auf 5 Gramm. Da kann man das recht schwer abmessen. So, und jetzt nochmal die 5 Minuten kneten lassen.
So, die 5 Minuten haben wir gerührt. Ja, und da haltet euch an die 5 Minuten. Und schon ist der Teig fertig. Da müssen wir nichts gehen lassen, nichts. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Das glaubt man gar nicht. Das ist das beste Brot, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Glaubt mir. So, das Ganze wird jetzt einfach hier in diese Form getan. Oder vor dieses Ding. Einfach hier mit einem Gummihund, das geht perfekt. Also Gummihund lohnt sich echt. Ich mag Hunde generell gerne. Irgendwie alles, wo ein Hund drin ist, ist gut, oder? Richtige Hunde, Gummihunde, Hotdogs, alles lecker. So, das Ganze dann da drin. Ein bisschen eindrücken, dass wir keine Löcher im Brot haben. Und auch schauen, dass es links und rechts ungefähr gleich hoch ist. Sonst ist er in der Mitte nicht mehr so hoch. So. Dann mal in die Ecken ein. Das Brot ist fertig. So. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Ich habe bei mir im Ofen, der hat so eine Dampffunktion, er tut ein bisschen Dampf dazu. Das ist noch sehr gut, das mache ich. Falls ihr das nicht habt, stellt da einfach eine Schüssel Wasser ein. Ja? Natürlich aus Metall, nicht aus Plastik, ist eh klar. Wenn ihr keine Metallschüssel habt, einfach eine Kaffeeschale. Ja? Ein bisschen Wasser unten rein, wie bei Kastanien, dann ist ein bisschen Feuchtigkeit im Ofen. Und dann kommt das jetzt in den Ofen. Wir schieben das hier rein. Und das Ganze jetzt so circa 50 Minuten in den Ofen. Das Rezept habe ich übrigens von Annalena, heißt sie, von einfachbacken.de. Da möchte ich nochmal vielen herzlichen Dank fürs Rezept bedanken. Ich verlinke euch den Originallink, da könnt ihr direkt euch an ihr Rezept wenden. Aber es ist der Hammerbrot. Also echt, seit ich das habe, ich mache jetzt das 5. Mal das Brot und ich werde mir nur mal das Brot backen. Das ist natürlich super. Und eben, wie gesagt, mit den Kernen kannst du super variieren. Nimmst mal diese Kerne, diese Kerne, diese Kerne. Kannst du auch mal andere Gewürze reinbringen, ein bisschen Koriander, was du magst. Ich finde es so perfekt. So, die 50 Minuten sind wir um. Jetzt holen wir das raus. So schaut es aus. Jetzt gehen wir schauen. Wie es rauskommt. Normal müsst ihr das jetzt wunderschön einmal nur umdrehen. Und ihr seht durch das Einbuttern, also wie war's, das flutscht so raus. Also ihr seht auch hier in der Form, da bleibt nichts haften, nichts kleben, obwohl es noch eine billige Form ist. Ja. Das Brot kann man hier drauf klopfen. So, jetzt kann man es aber leider noch nicht essen. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen auskühlen. Ich stelle es dann immer so ein bisschen auf, dass es hier unten auch ein bisschen auskühlt. Ja. Man kann es auch auf den Gitterrost stellen, aber geht so auch gut. Jetzt schneiden wir es mal auf hier. So, ihr seht. Wunderschönes Ding. Eine Scheibe runterschneiden. Es duftet herrlich. Und dazu haben wir ein Stückchen Butter drauf. Was auch voll gut ist aufs Brot, ist dieser Hummus. Ein super Hummus-Rezept habe ich hier von Stefan Koch, von Stefan Wiesner. Das verlinke ich euch auch mal. Seitdem ich das habe, mache ich mir das immer. Ich mache es halt ohne Knoblauch, aber echt zu empfehlen. Das Schöne bei diesem selbstgebackenen Vollkornbrot, es ist echt sehr nährhaft. Das heißt, du isst hier 2-3 Scheiben in der Früh, dann hast du wirklich lange genug. Es sind super Nährstoffe drin. Nicht wie im gekauften irgendwelche Dinge, dass es halt ein paar Tage frisch bleiben muss im Geschäft. Da weißt du, was du hast. Da ist das drin, was du reintust. Das ist zu empfehlen. Ne? Absolut top. Und jetzt zeige ich euch noch einen Trick, wie hebt man das Brot auf. Also das Brot ist super. Es ist innen super schön weich, geschmeichelt und außen hat es schön eine Knosse, Kruste. Na, hört man das?
Ja, wirklich super kross außen. Und das hebt auch ein paar Tage. Ja. Bei uns ist es immer so, wir essen an einem Tag die Hälfte, am anderen Tag die Hälfte. Bei uns ist es in 2 Tagen weg. Manchmal ist es noch ein bisschen am dritten Tag da. Aber die 3 Tage, die hebt es auf alle Fälle. Und wie hebt ihr das jetzt auf? Manche haben ja keinen Brotkasten und ihr erkennt es ja, wenn man es irgendwo reintut, dann wird es zu weich außen. Ganz einfach, das ist ein super Trick. Ihr nehmt einen Teller und die angeschnittene Seite stellt ihr hier hin. Das ist ein Wahnsinn, das glaubt man nicht. Und so lasst ihr das stehen, einfach so in der Luft, das tut dem nichts. Das ist am nächsten Tag außen immer noch schön knusprig und hier immer noch absolut weich. Ja, weil das ist wie so ein Schutz. Weil wenn ihr es irgendwo reintut in einen Sack oder so, soll man eh nicht oder so, dann wird es manchmal außen weich, manchmal wird es zu hart oder. Einfach nur so. Tada! Drauf. Ich weiß nicht, ob das mit dem gekauften Brot auch geht, aber mit dem selbstgebackenen. Das ist am nächsten Tag genau wie heute. Nur durch diesen Tellertrick. Einfacher geht's nicht. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und probiert das Brot unbedingt mal aus. Es ist echt einfach gemacht. Da gibt es keine Ausrede mehr, dass es zu lang dauert und einfach nur lecker.